Mich würde noch mal interessieren, so eine gesamte Trainingseinheit. Wie läuft die ab? Ne? Also du hast schon gesagt, wenn es kurz ist, eventuell aufwärmen, ne? Wenn es sein muss im Flur irgendwo, aber auf dem Feld, gehen wir mal davon aus, du hast Zeit auf dem Feld, wärmst dich auf, machst du die Zeit für dich. So, und dann hast du auch vorher gesagt, es gibt diese Phase des Einspielens ganz allgemein. Wie geht es dann weiter im Training? Also dadurch, dass wir das Techniktraining meistens ja auf vormittags verlagern, geht es eigentlich relativ schnell dann schon um komplexe Aufgaben, also eben Taktiktraining 6 gegen 6. Dann, ja, dann kann es sein, dass man vorher vielleicht noch so komplexe Techniken sozusagen, also Techniken im komplexen Bereich mit allen Sechsen auf dem Feld, meinetwegen, es wird erstmal nur Linie geschlagen, es wird nur diagonal geschlagen, rannimmt. Und dann muss die Abwehr dagegen arbeiten. Genau, Ja? also da geht es dann noch nicht viel um Punkte, sondern einfach vielleicht im komplexen Bereich die Techniken anzuwenden. Und dann geht es aber ganz schnell eigentlich, ja, meinetwegen das Sider zu trainieren oder je nachdem, was eben das Hauptaugenmerk der Trainingseinheit ist, was Ja, gerade also trainiert ein Ziel werden ist schon soll. erkennbar dann im Training, ne? Das ist schon mal immer gut für einen Trainer, wenn ein Ziel erkennbar ist. Aber dann heißt das, dass diese Übung, die ihr da macht, eben mit sehr vielen macht, ja, also im Mannschaftsverbund komplett schon macht. Und dann dauern sie vermutlich auch relativ lange, oder? Also nicht alle 10 Minuten eine neue Übung. Nee, eigentlich ist dann bei uns ist es meistens so, jedenfalls sage ich mal im Ligabetrieb, da bereitet man sich ja schon auf die nächste Mannschaft vor, dass dann eigentlich die letzte Stunde, sage ich mal, die Hauptaufgabe ist, dass eben die erste Sechs vorbereitet wird. Dann ist meinetwegen Annahme, Dankeball für die andere Seite, dass man eben selber in der Abwehrposition ist mit einer guten Annahme durch den Dankeball. Und dann meinetwegen, wenn es nicht gut geklappt hat, einen hohen Ball für uns. Und da muss man eben, muss die eine Sechserseite gegen die andere Sechserseite gewinnen, um aus der Rotation zu kommen. So, das ist jetzt so das Klischee, was wir eigentlich den ganzen Winter durchmachen. Und dann eben mit verschiedenen Aufgaben. Dann Ja. meinetwegen zwei Annahmen oder ja, gibt es ganz viele Wir hatten Sachen. vorhin über Vital Heinen gesprochen, ist das bei ihm auch so? Also spielt da dann viel die erste Sechs gegen den Rest? Das ist eigentlich nur am Spieltag selber oder wirklich vor einem großen Turnier, dass dann vielleicht die eine Sechs als erste Sechs aussieht, aber grundsätzlich ist sein Prinzip, dass er wirklich viel rotiert, dass jeder mit jedem spielt, dass die Zuspieler mit allen Spielern spielen, um da, weil es kann ja passieren, dass im Spiel sich einer verletzt oder einen schlechten Tag hat oder so, dann muss man halt wechseln und dann müssen die aber auch aufeinander eingestimmt sein. Deswegen nutzt er da schon im Training oft, dass dann rotiert wird. Und okay, dementsprechend werden die Trainingseinheiten länger, aber im Endeffekt hat es dann ja meistens ein positives Ja, Ende. das heißt aber, ne, wenn jetzt jeder auf jeder Position mal so agiert, wo er im Spiel auch eingesetzt werden könnte, dann kann man am Training nicht unbedingt ablesen als Spieler, ob man jetzt spielt oder nicht, oder? Ist das, weiß man, also weiß die erste Sechs vor so einem wichtigen Spiel Bescheid, wer aufläuft oder wann wird das bekannt gegeben? Ja, meistens entweder am Abend vorher oder am Tag selber, aber das kommt halt auf den Gegner drauf an. Bei uns und wir hatten auch auf einigen Positionen so einen Konkurrenzkampf, dass es halt nicht eindeutig war und dann war es vielleicht doch wirklich gegnerabhängig, dass der eine Spieler, weiß nicht, ein besserer Annahmespieler ist und das aber, weil die gegnerische Mannschaft gut aufschlägt, einfach mehr gebraucht wurde. Oder ein physischer Spieler, der einfach im Angriff dann die hohen Bälle tot macht, also daraus die Punkte macht, das ist dann da sehr unterschiedlich, aber im Okay. Endeffekt ist es halt dann auch besser, weil du weißt, okay, ich sitze nicht nur auf der Bank, ich habe durchaus eine Chance und das motiviert die Spieler und dann haben wir jeden Tag halt ein hohes Trainingsniveau, weil alle motiviert sind, dann auch ihre Chance zu bekommen. Wie ist das? Ich unterstelle jetzt einmal mal, du hast es vielleicht schon mal erlebt, dass du bei einem ganzen Spiel komplett auf der Bank gesessen Ist auch hast. schon vorgekommen, ja. Ist schon mal vorgekommen. Was sagst du, muss man da durch als Spieler oder ist man dann stinksauer auf den Trainer oder wie steckt man das weg? Es kommt darauf an, ob es vielleicht vorher ein Gespräch mit dem Trainer gab, was meistens hilft, dem Spieler dann das zu vermitteln, wieso, weshalb, warum, um das besser verarbeiten zu können. Und nichtsdestotrotz hältst du dich als Spieler normalerweise dann warm, um für einen eventuellen Fall
doch bereit zu sein. Und das passiert, weil einfach nur 6, 7 Spieler spielen können am Anfang. Und wenn du dann halt ein ganzes Spiel draußen stehst, dann weißt du, du musst nächstes Mal noch mehr Gas geben, um die auf deiner Position, die gespielt haben, zu verdrängen. Also das. Was würdest du sagen, Maren, wie viel sprechen Trainer mit dir als Spielerin? Also man muss ja sehen, man hat einen Trainer, na gut, ihr habt jetzt natürlich mit Co-Trainer, Athletiktrainern und so weiter natürlich ein bisschen mehr in der Nationalmannschaft, aber wie viel spricht ein Trainer mit einer einzelnen Spielerin? Während des Spiels oder im Training? Ne, im Training, also zwischen den Spielen, wenn man so will, oder? Also es kommt natürlich auch ein bisschen auf den Typ drauf an, auf den Trainertyp. Es gibt da welche, die sehr viel den Kontakt suchen und vielleicht sich eben erklären, die Entscheidungen erklären. Und es kommt bestimmt auch darauf an, was für ein Verhältnis man zum Trainer hat, ob das sowieso sehr freundschaftlich ist und offen und man so auch das Gespräch sucht oder ob das eben ein sehr zurückhaltender Typ ist, der ja eher so sein Ding macht und dann müssen alle folgen. Also es gibt sehr unterschiedliche Typen, habe auch schon mit sehr unterschiedlichen Typen zusammengearbeitet. Ja. So, ich danke euch recht herzlich für die kurzweilige Zeit und für die Eindrücke, die wir hier hatten in die Nationalmannschaften oder Vereinsmannschaften, die ihr so hattet. Ich wünsche euch allen Erfolg, den ihr noch haben könnt und danke euch also wirklich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch hier so ganz spontan mal eben genommen habt. Gerne, hat Spaß gemacht.